Die Gamescom 2016 bei Gameswelt wird euch von Turtle Beach präsentiert. Hallo, herzlich willkommen in Halle 9. Mein Name ist Orki McOrkenstein und ich gehöre zu Dawn of War 3. Und das ist ein Titel von Deep Silver, den es hier unter anderem Halle 9 zu sehen gibt. Hast du gut gemacht. Oh, braver Dude, braver Dude. Du bist ja aus Schaumstoff. Ich dachte, du wärst hart. Naja, gut. Machen wir weiter. Dawn of War 3, sehr großes Thema dieses Jahr bei Deep Silver. Eine Ankündigung, die sehr viele Leute gefreut hat, aber ihr seht es wieder. Wir dürfen nichts zeigen. Es ist alles ab 18. Ja, alle Monitor umgedreht. Wir sehen tolle Artworks, aber mehr auch nicht. So ein Mist aber auch. Ich hätte euch so gern Dawn of War gezeigt. Vielleicht haben wir da ja bald eine Preview auf Gamesfeld.de. Da könnt ihr das Ganze dann sehen. Oder ihr schaut einfach mal einen Trailer an. Wir huschen hier einfach mal dran vorbei, gehen mitten durch die Menge durch und sehen hier ein Spiel, das ihr unbedingt spielen solltet, das ist nämlich The Search. Und The Search ist von Deck 13 und Dark Soul-esque, aber mit ein bisschen, wie sagt man, Steampunk-Elementen. Ihr seid in so einer Exosuit und ihr könnt halt wie bei Dark Souls eure Gegner anvisieren, aber könnt dann die einzelnen Gliedmaße und dann durch. Und das ist geil, aber auch wieder ab 18, genauso wie Killing Floor 2. Nun, haben wir auch schöne Monitore gesehen. Gibt es wohl was bei Deep Silver, was wir euch zeigen können? Wir sind gespannt, wir gehen mal weiter, ja? Wir dürfen doch nichts zeigen, ja? So, guck, F1 2016, liebe Freunde, Autosport dürfen wir euch zeigen. Hier könnt ihr euch schön in den Playseats da niedersetzen und könnt ein bisschen Auto fahren, ja? Schön entspannt über die Piste heizen und wenn man da mal irgendwas kaputt macht, meine Güte, das ist dann halt so, das ist nicht ganz so teuer wie zu Hause beim Auto. Ich finde ja diese Seats total geil, weil man wirklich das Gefühl hat, man sitzt in einem Auto. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Führerschein, aber schaut euch mal das Lenkrad an. Das hat ja mehr Knöpfe als eine Universalfernbedienung. Was kann ich denn da alles einstellen? Ich dachte, beim Auto gibt man Gas, schaltet und bremst. Und blinkt noch und hupt. Wobei, das sind doch schon ganz schön viele Tasten. Naja, wir gehen mal weiter. Es gibt noch zwei, drei kleine Spiele hier vorne, die ich euch zeigen möchte bei Koch. Beziehungsweise bei Deep Silver ist es ja. Und zwar haben wir zum einen Mountain Blade Warband. Auch hier wieder umgedreht, dass wir es nicht zeigen können. Genauso wie hier, dass wir es euch auch nicht zeigen dürfen. Oder wie zum Beispiel hier vorne, ja. King of Fighters, wobei das können wir vielleicht mal ganz, guck mal, das können wir ganz, ganz elegant von der Seite drehen. Wenn Leute denken, dass wir eigentlich genau einfach ganz cool weggucken. Alles super, ja, kriegt keiner mit. So, King of Fighters 14, bin ich sehr gespannt drauf, bin ja ein großer Beat'em-up-Fan. Und das sieht ganz nett aus, ne. Guck mal, das ist schön schnell, ist ein bisschen Cell-Shading. Ja, da kann man sich mal schön auf die Mappe geben, ne? Das war es aber auch schon fast beim Deep Silver Stand. Aber ein Spiel, liebe Freunde, ein Spiel haben wir noch. Und zwar das Spiel ist hier vorne. Und dieses Spiel nennt sich folgendermaßen, und zwar Sniper Ghost Warrior 3. Und Sniper Ghost Warrior 3 ist ja ein Ding, worauf sich viele freuen. Es soll sehr flexibel sein in der Art und Weise, wie es sich spielt. Es soll sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten, dass es immer wieder anders anfühlt. Du kannst verschieden deinen Sniper-Soldaten skillen und so weiter und so fort. Das gibt es hier aber auch wieder. Ein 18er Titel. Und darum können wir nur sagen, das ist der Deep Silver Stand von außen. Von innen ist er auch schön, aber wir dürfen nicht zeigen. Es tut mir sehr, sehr leid.